Na dann. Prost. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es darum, Zerlegen der Bodengruppe, alles auseinanderbauen, Sandstrahlen, Trockeneis drauf machen und damit den Bodenschutz lösen und diskutieren. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Viel Spaß. So, wir werden jetzt als nächstes die Vorderachse abnehmen. Wir haben jetzt die Bremsleitung schon abgenommen und hier die Schrauben gelöst. Die Vorderachse ist im Prinzip nur mit vier Schrauben fest, das sind diese vier hier vorne. Und die sind nochmal mit einem zusätzlichen Sicherungsblech gesichert. Das haben wir jetzt aufgebogen und dann die Schrauben schon mal mit einem sehr, sehr langen Hebel gelöst. Die waren natürlich bombenfest. Wir haben uns schon gewundert, dass sie nicht abgerissen sind. Haben schon jeden Moment damit gerechnet, aber es hat dann doch funktioniert, die zu lösen. Jetzt machen wir die raus und dann können wir die Achse abnehmen. Also ich habe eben gesagt, es ist ein Wunder, dass die nicht abgerissen ist. Ich denke mal hier, wenn man sich das anschaut, wie viel hier schon weggerostet ist, ist es noch ein viel größeres Wunder, dass die gehalten hat. Die Achse ist schon mal lose. Sieht ganz gut aus. Ja, ich warte jetzt, bis der Hoffi nachher noch vorbeikommt, dann nehmen wir die ab. Denn ich möchte die gerne in einem Stück abnehmen, das ist einfacher. Gleichzeitig ist sie aber zu schwer, um das mit einem Mann runterzuheben. Deswegen warte ich, bis der Hoffi gleich vorbeikommt und dann machen wir das zusammen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die kleinen Teile, die noch alle demontiert werden müssen. Das bekommt man dann auch alleine. Bei dem Hauptbremszylinder, wenn man den rausnimmt, muss man ein bisschen aufpassen, denn in dem Napoleon-Hut sitzen solche kleinen Hülsen, die dafür sorgen, dass wenn man den Hauptbremszylinder anzieht, dass der Napoleon-Hut sich hier nicht zusammenzieht. Deswegen sind diese Hülsen da dazwischen und da besteht immer die Gefahr, dass die innen reinfallen. Deswegen muss man da bei der Demontage ein bisschen aufpassen. Jetzt machen wir mal die 36er Mutter los von der Bremstrommel, die normal mit 250 angezogen sind. Und der Schlagschrauber, elektrische Schlagschrauber, schafft es eigentlich immer ganz gut. Der ist top. So, es ist jetzt alles lose. Ankerplatten, Antriebswellen. Achsrohre von den Schwertern, Bremse ist runter, Getriebehalter vorne ist ab, Kupplungslos ist ab, Schaltstange ist ab. Jetzt sind noch hier die beiden Schrauben und dann können wir das ganze Teil nach hinten rausziehen. Gibt's ja wohl nicht. Ja, aber es ist nicht besonders rostig, ne? Hast du es aber gewaschen oder vorher richtig? Nein, gar nichts. Bodengruppe. So sieht die jetzt aus. Ich habe die jetzt nochmal mit dem Dampfstrahler
abgesprüht, um einfach auch die ganzen Fettverkrustungen abzubekommen, um den groben, losen Schmutz schon mal runter zu bekommen. Und ja, ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Hier ist mein Sandstrahlgerät. Das ist kein besonders großes Gerät. Damit bisher immer nur Kleinteile gestrahlt, zum Beispiel mal ein Satz Felgen. So ein großes Teil habe ich mich noch nie rangewagt. Da bin ich jetzt wirklich selber mal gespannt, ob das Ding genug Power hat, ob die Kompressoren genug Power haben. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht alles auf einmal heute an einem Tag zu schaffen ist. Ja, aber ich werde es halt einfach mal ausprobieren und dann sehen wir weiter. Jetzt wagen wir uns mal an ein kleines Experiment. Wir haben uns eine Ladung Trockeneis besorgt, wie ihr das eben schon gesehen habt in dem Getränk. Weil der Unterbodenschutz, der ist wirklich hier extrem dick drauf, wie man das hier sieht, und geht sehr, sehr schlecht runter. Und man kennt ja eigentlich so die Variante vom Trockeneisstrahlen. Allerdings braucht man dafür ein spezielles Gerät. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir legen einfach mal das Trockeneis direkt auf den Unterbodenschutz und kratzen das dann runter. Und wenn man sich das mal anschaut, wir haben das jetzt hier drüben auf der Seite schon gemacht, da ist es also schon wunderbar blank geworden. Man muss ehrlicherweise sagen, es könnte besser gehen, aber könnte auch schlechter gehen. Und wir zeigen euch das mal. Man sieht also hier wirklich, wie extremst schlecht der Unterbodenschutz runtergeht. Und hoffe, ich nehme mal die Kamera. Schön hier vorne mal auf die Ecke. Und jetzt zeigen wir euch mal. Wie das aussieht. Jetzt zeigen wir euch mal, wie das aussieht, wenn man das runtergekühlt hat. Dann gehen da doch durchaus auch größere Stücke von ab. So dass man das gut sauber bekommt. Und das machen wir jetzt. Wir haben jetzt einen kleinen Zeitsprung gemacht. Wie ihr seht, stehen wir jetzt hier schon vor der grundierten Bodengruppe. Und ja, als kleines Fazit kann man sagen, dass es mit dem Sandstrahlen auf der Oberseite ganz gut funktioniert hat. Wobei man aber auch ganz klar sagen muss, dass dieses kleine Gerät dann beim Unterbodenschutz und bei der Dichtmasse dann auch an seine Grenzen kommt. Vom zeitlichen her habe ich ungefähr 6 Stunden gestrahlt. Weil es eben nicht gut funktioniert hat, mussten wir uns für die Unterseite dann was anderes überlegen. Dann hattest du die Idee mit dem Trockeneis, du hast es in einem Forum gelesen, dass man das mit dem Trockeneis runterkühlen kann und dass, wenn man da mit dem Hammer dagegen schlägt, dass dann große Teile abfallen. Das hat so aber nicht funktioniert. Warum, das wissen wir auch nicht so genau. Entweder war es gelungen oder es lag an der dicken Grundierung,
Wir haben gemerkt, dass da sehr, sehr dick Grundierung drunter war. Aber ja, man kann sagen, dass das Trockeneis trotzdem gut funktioniert hat. Es ist dann schön runtergeplatzt und das war auf jeden Fall hilfreich. Die Unterboot oder die Unterseite, dafür habe ich dann auch noch mal ungefähr 6 Stunden gebraucht zum Abkratzen. Dann noch mal 2 Stunden mit der Flex, um jetzt los hier. Es ist wie am Alex. Ja, dann nochmal 2 Stunden mit der Flex alles sauber gemacht, alles entrostet und die eben auch noch die allerletzten Reste eben runtergekratzt. Dazu habe ich eine Zopfbürste genommen. Das hat damit sehr gut funktioniert. Ja, und alles in allem, denke ich, können wir ganz zufrieden sein. Es ist alles sehr gut blank geworden, sehr schön sauber geworden. Und wenn man das straff durchzieht, bekommt man das eigentlich so an 2 Samstagen ganz gut hin. Ja, und dann würde ich sagen, nehme ich mal die Kamera und dann zeigen wir euch mal das Ergebnis. Wie man sieht, ist eigentlich die ganze Dichte oder fast alles von der Farbe runtergegangen. Vom Rost her ist es überschaubar. Die Dichtmasse gibt es an der einen oder anderen Stelle noch ein paar kleine Reste. Ja, und von den Rostschäden hoffe ich. An den Schraubkanten selber sind ein paar Ecken, wo was gemacht werden muss, was halt ja, oft auch so ist. Das werden wir einzeln reparieren, weil ich sag mal, die Bodenhälften selber wäre ja Unsinn, die komplett neu zu machen, weil die eigentlich, die richt man ein bisschen, weil sie ein bisschen wellig sind, wie ihr da drüben zu sehen. Und es ist eigentlich im größten Teil nur die Außenkante, die gemacht werden muss. Ja. An dem Napoleon-Hut sind ein paar Ecken, wo was gemacht werden muss. Hier drüben auf der Seite auch. Ja, die hinteren Aufnahmen von den Bodenhälften, da sieht man, oder auch die Wagenheberaufnahmen in der Nähe sind. Da muss was gemacht werden. Und das Rahmenkopf-Abdeckblech von unten. Und ansonsten sieht das schon wieder alles sehr gut aus, nachdem der ganze Kram ab ist, der hier dran war. Also, es wäre Unsinn gewesen, wirklich hier komplett neue Bodenhälften zu kaufen und reinzumachen. Also hier sieht man nochmal den Kopf oder die Abdeckbleche von dem Kopf. Ja, da ist er schon bös drüber geschweißt und das kommt auf jeden Fall auch mit neu. Und dann ist die Bodengruppe wieder in Schuss. Ja, und damit machen wir dann als nächstes weiter. Jetzt werden als nächstes die Bleche bestellt. Dann werden wir die dementsprechend anpassen. Und dann fangen wir an mit dem Einschweißen. Ja. Und ich denke, dann wären wir soweit durch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Kanal abonnieren, weitersagen. Und kleiner Hinweis noch, wir müssen ehrlich zugeben, wir haben von dieser ganzen Filmerei überhaupt keine Ahnung. Ja. Und einige Leute haben uns angesprochen, dass die Bildqualität nicht gut wäre. Also wenn es unter euch jemanden gibt, der uns da vielleicht ein paar Tipps geben kann, einfach mal melden, vielleicht was in die Kommentare schreiben. Und dann nehmen wir da gerne Hilfe an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Bis dann. Tschüss.